Hallo Bayern, heute geht es um einen grünen Klassiker, um Bienen. Bienen sind verdammt wichtig für unseren Planeten und für unser Überleben. Ich stehe hier vor dem Bienenvolk des Bayerischen Landtages. Seit 2015 gibt es einen Bienenstand auf dem Gelände des Bayerischen Landtages. Und wir hatten bereits unsere erste Honigernte. Den Bienen hier in der Stadt geht es recht gut. Sie finden ausreichend Pollen und Nektar in den Parks, in den Gärten, auf den Balkons und auf den bepflanzten Verkehrsinseln. Auf dem Land sieht es ganz anders aus. Den Landbienen geht es elend, weil Gifte aus der Landwirtschaft nicht nur unmittelbar die Bienen töten, sondern auch dafür sorgen, dass an den Ackerrändern keine Blühpflanzen mehr wachsen. Die viel zu oft gemähten Wiesen hinterlassen unseren Bienen nur noch totes Gras. So ein Bienenvolk hat früher 45 Kilo Honig pro Jahr produziert. Im Jahr 2016 waren es durchschnittlich in Bayern nur noch 25 Kilo. Die Menge hat sich also nahezu halbiert. Wie können wir unseren Bienen helfen? Wir Grüne streiten zum Beispiel für eine giftfreie Landwirtschaft, für mehr Blühwiesen und weniger tote Maismonokultur in unserem Land. Damit die Bienen wieder mehr Nahrung finden, unsere Ernten gesichert sind und wir das Summen wieder häufiger hören. Übrigens, die Anzahl der Imker ist drastisch zurückgegangen. Vielleicht wollt ihr ja eines Tages euren eigenen Honig produzieren. Ich wünsche euch eine schöne Woche.